Ich bin außerordentlich froh, dass sich die Ministerkollegin Judith Gerlach als unsere Gesundheitsministerin jetzt gewissermaßen auf die Hinterbeine stellt zugunsten einer guten medizinischen Versorgung in der Fläche des Freistaats. Dass wir also nicht länger von der Seitenlinie aus passiv zuschauen, wie die Bundesregierung mit ihren Reformplänen die medizinische Versorgung in Bayerns Fläche an die Wand fährt. Für mich ist es absolut entscheidend, dass wir einerseits natürlich Reformbedarf erkennen, andererseits aber auch nach dieser Reform noch eine Situation in Bayern vorfinden wollen, in der die Menschen in allen Regionen des Freistaats eine bestmögliche, eine exzellente Gesundheitsversorgung erhalten. Und ich glaube, es wird nötig sein, da am Ende des Tages auch zu unterscheiden. Ich halte es für durchaus zumutbar, dass man für eine beispielsweise 3 Monate vorher geplante Hüftoperation in Zukunft 20 Kilometer mehr Strecke in Kauf nimmt. Genauso entscheidend ist es aber, dass wir in der Notfallversorgung, wenn es um Minuten geht, bei Schlaganfällen, bei Herzinfarkten, beispielsweise bei Schwangerschaften, wenn es schnell in den Kreissaal gehen muss, auch in der Fläche nach wie vor die Strukturen vorhanden haben. Das Ziel der Bundesregierung ist, uns da in Bayern auszubluten. Unser Ziel ist weiterhin, in allen Regionen eine gute Krankenhausstruktur zu haben. Und deshalb ist es nötig, dass wir da jetzt sehr, sehr deutlich als bayerische Staatsregierung die Stimme erheben. Das hat Judith Gerlach heute im Landtag getan, aber auch im Bundesrat, im Bundestag. Die aktuellen Reformpläne des Bundes sind verfehlt. Und deshalb steuern wir da aus Bayern namens der bayerischen Staatsregierung für die Menschen in unserem Land, in einem Flächenland wie Bayern, sehr deutlich nach.